Halli und Hallöchen und herzlich willkommen, meine lieben Damen und Herren, mit einer neuen Episode angezockt und heute mit der ja fast frisch erschienenen Demo zu Gravity Rush 2, wo der erste Teil ja quasi ein Launch-Titel fast für die PlayStation Vita dazumals war. Aber naja, wir wissen ja alle, wie gut sich die PlayStation Vita verkauft hat und deswegen gab es dann auch irgendwann mal eine PlayStation 4-Version vom ersten Teil, wo man sagen muss, gut, man hat bei der Grafik gemerkt, das ist ein PlayStation Vita-Titel, aber sonst vom Rest her war das ein ganz gutes Spiel eigentlich. Und jetzt soll auch schon im Jänner, wenn ich mich richtig erinnere, am 17., 18. Jänner, irgend sowas in die Richtung, soll dann der zweite Teil erscheinen und das Ganze dann exklusiv für die PlayStation 4 und wie gesagt, davon gibt es eine Demo und die gucken wir uns jetzt mal an. Dort draußen, mitten im klaren blauen Himmel, erstreckte sich die Himmelsstadt Chigapalulau. Ich war ganz aufgeregt bei der Vorstellung, was für neue Abenteuer mich in der Stadt erwarten. Es gibt zwei Strecken. Welche hättest du lieber? Für neue Spieler, für erfahrene Spieler? Okay. Ich habe zwar den ersten Teil gespielt, aber ey, ich habe von der Steuerung jetzt keinen Plan mehr, muss ich sagen. Deswegen nehme ich mal lieber für neue Spieler. Ah, und Sid gibt's auch wieder. Wo ist Sid? Ja, ich guck da rüber. Hä? Soll ich noch weiter rüber gucken? Ach, da hinter mir ist er. Ach, da. Ach, und das gibt's auch wieder. Es war so im ersten Teil. So manche Zwischensequenzen wurden so als Art Comic-Strip inszeniert, so wie man es ein bisschen aus den ersten beiden Teilen von Max Payne kennt. War auch ganz nett eigentlich. Seit aus dieser Grafik der Tonsturm aus Hexville gerissen hat, sitzen wir hier fest und schuften für die Bunkersiedlung in den Minen. Ich frage mich, was uns in Chigapalulau wohl erwartet. Okay, wir sind also in einer komplett neuen Stadt als wie im ersten Teil. Da draußen könnte Ärger auf uns warten, Sid. Und wir wissen auch immer nicht, wie wir wieder nach Hexville kommen. Oh, ich sehe etwas. Da drüben. Wo drüben? Das ist Chigapalulau. Ist ja riesig. Ja, das ist echt ein bisschen größer als wie die Stadt im ersten Teil. Ach, und ich kann mich endlich mal bewegen. Okay, jetzt frage ich mich nur, wo kann ich hier nochmal meine Kräfte einsetzen oder kann ich das hier jetzt noch überhaupt nicht? Ich glaube, das kann ich hier jetzt noch nicht. Aber na gut. Aber wo soll ich hin? Ich springe einfach mal. Lässt mich nicht. Was passiert denn jetzt? Luftboote nähern sich den Hafen. Die Seile, irgendwas. Hol sie schön langsam rein. Das ist ja auch bei dem Spiel so eine Sache. Die reden alle in irgendeiner Sprache, die man halt nicht versteht. Ich glaube, es ist Zeit für ein kleines Training. Jupp. Das finde ich sehr nice. Oh, meine Katze ist auch wieder da. Hallo, Kitty Kitty. Die ist wichtig. Denn im Prinzip ist es so, dass mir diese Katze meine Kräfte verleiht. Und die Rubine einsammeln ist auch wichtig, denn damit kann ich aufleveln. Schwerkraft verändern, um an die Wand zu stellen. Ach, R1, schweben, jetzt geht's. Hui! Und wir kleben an der Wand. Ja. Ne, ich will... Ja, da will ich hin. Oh, nein, nicht. Oh, ich habe die ganzen Rubine versäumt. So, jetzt stehen wir hier mal kopfüber. Ist ja nett. Ich finde das auch immer schön, dass man immer quasi an ihrem Schal feststellen kann, wo jetzt genau unten ist und wo nicht. Das ist eigentlich immer ein geiles Feature gewesen, finde ich, beim Spiel. Auch wenn es nur ein kleines Detail ist, aber das fand ich immer ganz nett.
So, und als nächstes, darüber ist ja kein Ding, das schaffen wir doch. Dann nehmen wir auch noch ein bisschen Kram mit. Ja, wir resetten wieder. Fall Damage gibt es natürlich nicht, außer man fällt wirklich ins... Boah, okay. Ich wollte gerade sagen, außer man fällt in den endlosen Boden. Also ins große Loch. Dann gibt es natürlich Schaden. Aber sonst gibt es keinen Fallschaden. In der Luft stoppen. Ja, ist ja auch kein Problem. Das kennen wir doch alles aus dem ersten Teil. Und pluck. Das heißt, der knapp daneben. Ich stehe doch genau darüber. So, was nun? Yay, ich habe mich rechtzeitig gestoppt. Sehr schön. Was aber im Prinzip ja eigentlich egal ist, denn es gibt keinen Fallschaden. Na gut, was man hat, wenn man hart auf den Boden knallt, dann hat man halt so eine kurze Animation drin, wo sich der Hauptcharakter wieder ein bisschen aufraffelt. Aber sonst, ja, meine Güte, ist ja Wuppe. Siehst gut aus, Gravikönigin. Danke. Ich finde, es wird Zeit für meine Stadtbesichtigung. Ja, immerhin. Immer her damit. Und man muss auch sagen, das Ganze sieht schon so dermaßen viel detaillierter und belebter aus als wie der erste Teil. Ach, ist das schön. Oh, Teppiche oder Textilien. Sehr schön. Und noch frisches Obst und Gemüse. Da trete ich doch gleich mal mit meinen Füßen rein. Sehr schön. So macht man das. Luftballons. Kann ich da welche mitnehmen? Wobei, ich brauche gar keine. Ich kann ja selber fliegen. Okay, jetzt kommen Gegner. Die Nevi schon wieder. Die alten Sackgesichter. Moment mal, geht das jetzt hier überhaupt? Das ging doch immer irgendwie. Ja, ich kann meine Kick-Attacke machen. Sehr schön. Jetzt muss ich hier auch mal ein bisschen gucken, wo die restlichen Gegner sind. Da ist einer. Und. Bam. Und der nächste noch. Bam. So sind ja kein Problem. Oh, jetzt sind ja auch noch Flugmonster. Ah, Stasisfeld. Okay. Kenne ich schon, kenne ich schon, kenne ich schon. Das hatte man auch im ersten Teil. Nehme ich mir einfach irgendeinen Scheiß und dann wird der Scheiß geworfen. Jetzt habe ich den aber total gegen die Laterne geballert, aber ist ja auch egal. Ich mache hier alles kaputt. Der arme Markt. Ach, leck mich doch am Arsch. Komm mal her, du, dich mache ich. Ach, jetzt hockt er da echt in der Wohnung drin. So, mache ich dich auf. Platt. Wer braucht schon das Stasisfeld, wenn man einfach zutreten kann? Geht doch auch. Hey, junge Dame, Sie waren unglaublich. Ha, das war ja nichts. Wenn irgendwo Ärger gibt, reagiere ich einfach, wissen Sie? Naja, hier ist ein Gratisspieß. Ein kleines Dankeschön von mir. Zwinker, zwinker. Lecker Spieß. Ich habe zu danken. Ich hatte wirklich Hunger. Mann, der Spieß ist aber riesig. Ach, verdammte Taube oder Möwe oder was auch immer das ist. Gib mir meinen Spieß zurück. Ja, jetzt mal im Ernst. Nein, wo fliegst du hin? Oh, wo fliege ich denn hin? Ich muss mal hier ein bisschen stoppen. So, da nach oben. Da hinten ist es. Ah, ich muss auch ein bisschen darauf gucken, dass meine Energie hier ausreicht. Denn wenn meine Energie auf Null geht, ja, dann fliege ich halt nach unten. Ohne Kompromisse. Wo fliegt denn der hin? Jetzt komm her, du verdammte Möwe.
Habe ich dich. Komm zurück, du bescheuerter Vogel. Hat er jetzt echt meinen Spieß aufgefressen? Verdammte Vögel. Wogo? Wer ist denn Wogo? Das ist doch Wogo. Ein Gespräch mit ihm heitert mich vielleicht auf. Wer weiß, vielleicht lädt er mich noch zu einem Lau-Möwenspieß ein. Ein Möwenspieß? Hm. Aber Wolo oder Wogo? War der im ersten Teil? Ich kann mich jetzt zumindest nicht an den Namen erinnern. Vielleicht, wenn ich ihn sehe. Story-Mission, verbotene Fracht. Na, komm her. Nein, sie müssen da sein. Ich muss mich verzählt haben. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 60, 70, 80, 90, 100. 8, 9. Moment. Auf einmal sind es mehr. Das gibt es doch nicht. Hä? Hey, was glaubst du, was du da machst? Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Ist das nicht das Erz, für das ich mich so abgerackert habe, um es zu besorgen? Nachdem ich dafür so geschuftet habe, will ich wissen, wohin du es bringst. Das ist das Letzte, was ich brauchen kann. Wenn ich vielleicht noch einmal durchziehe. Wogo! Wogo-Sohn, was dauert das so lange? Oh, ich gehe meine Lieferung nur noch ein letztes Mal durch. Ich bin ruckzuck fertig, versprochen. Das hoffe ich. Wenn sie sich verspäten, gibt es jede Menge andere Händler, die ihre Stelle einnehmen können. Natürlich. Ich verstehe nicht. Wie konnten die verschwinden? Was mache ich nur? Wie konnte was verschwinden? Also, okay. Wenn du versprichst, es für dich zu behalten, okay. Was? Zusatzepisode, verbotene Fracht. Du vermisst Fracht? Aber heute ist der Liefertag. Wem sagst du das? Oh Mann, wenn herauskommt, was ich hier gelagert habe. Moment, was hast du denn da drin gelagert? Naja, nichts Besonderes. Bitte, du musst mir diese Kisten wieder beschaffen. Ich habe gehört, in der Gegend treiben sich Störenfriede herum. Bestimmt waren die das. Störenfriede? Was für Störenfriede? Na, solche, die den Frieden stören. Ja, echt mal. Ist doch logisch. Hoho! Da ist der Dieb. Er entkommt. Aber nicht mit mir, mein Freund. So, ich bin da. Und da sind die ganzen Kisten. Sehr schön. Hey, du kleiner Penner. Das Löwensymbol. Das ist Wogos Fracht. Ich bin hier, um das zurückzuholen, was du uns gestohlen hast. Bist du Wogos Schläger oder sowas? Oder sowas, wenn es nötig wird. Moment, was stinkt da so? Also, ich bin's nicht. Ist ja furchtbar. Ah, falsche Stimme. Hoppala. Hä? Was zum Teufel ist das? Ich schätze mal grob Nevis. Es sind Nevis. Natürlich sind das Nevis. Es sind immer Nevis. Wow, voll daneben mit der Attacke. Ich muss hier mal weg. Die sind ja alle direkt unter mir. Das ist nicht so geil. Jetzt trifft doch mal was. So. Wobei, die kleinen Mistviecher kann ich auch einfach so am Boden wegkloppen. Die sind ja eigentlich noch nicht so das Mega-Problem. Erst wenn die Viecher größer werden, dann werden sie so ein Problem. Gravitationskick, ja, den kenne ich doch schon. Das weiß ich doch schon alles. Ist ja kein Problem. Hier, den kicken wir gleich mal weg. Hier, Bams und Whammy. Da sind noch mehr. Was ist doch irgendeiner da? Ah, natürlich sind da noch welche da. Ach ja, stimmt, die Spezialangriffe gab es ja auch noch.
Dann würde ich sagen, starten wir mal los. Ach, die Spirale. Sehr schön. Ach, das war immer meine Lieblingsattacke im ersten Teil. Aber jetzt haue ich hier gerade voll gegen den Container, was auch nicht so optimal ist. Und der nächste und einer noch, aber den habe ich nicht mehr erwischt. Au. Na gut, den machen wir halt so fertig. Oh, da kommt das Größeres. Oje, Mini. Okay, wo ist denn der Sack? Muss ich halt wieder so ein bisschen auf seine Schwachpunkte zielen. Ah, und das ging voll daneben. Boah, für den hätte ich mir mal besser die Spezialattacke aufheben sollen. Das wäre ein bisschen cleverer gewesen. Ach, jetzt geht's wieder. Woo! Und das war's, oder? Oder? Ich glaube schon. Ja, das war der letzte. Zwar war es mir gelungen, Vogus verlorene Flacht wiederzufinden, doch im Kampf gegen die Nevi wurde sie zerstört. Wie immer also. Ihr Auftauchen bei Vogus Fracht ließ sich nicht als Zufall abtun, sondern war als ein böses Omen für das, was folgen sollte. Danke fürs Spiel, bis bald. Warte, das war schon die Demo. Okay, die war ein bisschen kurz. Da hätte ich mir ein klitzekleines bisschen mehr erwartet von der Demo, aber na gut. Wenn es so ist, dann ist es halt so. Aber wie gesagt, Gravity Rush 2 kommt ja immerhin schon irgendwann Mitte Jänner. Ich glaube, es ist der 18. Jänner. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Aber irgendwann so in dem Zeitraum wird es erscheinen für die PlayStation 4. Und ich sage, wenn es mindestens so gut ist wie der erste Teil, dann bin ich schon mehr als zufrieden. Denn das war einfach ein richtig schöner Titel. Wo ich echt glücklich bin, muss ich sagen, dass sie den noch für die PlayStation 4 umgesetzt haben. Denn ich hatte ehrlich gesagt nie vor, mir eine PlayStation Vita zu holen. Und das war einer der wenigen Titel, die ich unbedingt immer mal spielen wollte. Genauso wie bei Tearaway, das war auch so ein Titel auf der PlayStation Vita, ich immer mal spielen wollte und wo ich sehr, sehr glücklich war, dass sie den auf die PlayStation geholt haben. Also auf die PlayStation 4. Also gut. Das war dann die Demo zu Gravity Rush 2. Ich hoffe, euch hat das Video Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal sage ich einfach mal Tschüss, auf Wiedersehen und man sieht sich.